Sagt Fräulein Ilse, die Kinder sollen nicht zu viel Spielzeug mitnehmen. Eins für jedes reicht. Und nicht unnötig viel Nachtgewand, das ist jetzt nicht mehr nötig. Bis gleich. Herr Minister. Frau Junge, nachher kommt meine Frau mit den Kindern. Bitte seien Sie so gut und nehmen Sie meine Familie in Empfang. Ich danke Ihnen. Brigadeführer, was kann ich für Sie tun? Herr Minister, die Russen schießen ihre Männer vom Volkssturm ab wie die Hasen. Diese Männer haben weder Erfahrung im Häuserkampf noch geeignete Waffen. Was diesen Männern an Kampferfahrung und Waffen fehlt, gleichen Sie aus mit Ihrem glühenden, bedingungslosen Glauben an den NC. Herr Minister, wenn Sie diese Männer nicht bewaffnen können, dann können Sie nicht kämpfen. Sie sterben sinnlos. Ich kann kein Mitgefühl empfinden. Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden! Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Ja, das mag für manche Leute eine Überraschung sein. Geben Sie sich keine Illusionen hin. Wir haben das deutsche Volk ja nicht gezwungen. Es hat uns selbst beauftragt. Jetzt wird Ihnen eben das Hälschen durchgeschnitten. Meanwhile. Das ist die Rolle von Hermann Göring, zu der ich heute den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. A few moments later. Gut, Herr Minister, was ist denn passiert? Stellen Sie sich vor, Frau Junge, der Führer will, dass ich Berlin verlasse. Er hat mir den Befehl dazu gegeben. Ich habe noch nie einem Befehl des Führers zuwider gehandelt. Nie. Aber diesen Befehl werde ich nicht befolgen. Ich bleibe an der Seite des Führers. Bitte, Frau Junge. Ich muss Ihnen sofort mein persönliches Testament diktieren. Ich tippe gerade das Testament des Führers. Gut. Ich verstehe. Ich komme dann wieder auf Sie zu. Six and a half hours later. Kapituliere niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Der Befehlsführer ist unumstößlich. Egal, was passiert, wir werden die Verhandlungen aufnehmen. Ich wiederhole, meine Herren, eine Kapitulation unterschreibe ich niemals. Setzen Sie sofort ein Schreiben an Marschall Schukow auf. An Marschall Schukow? Was geht hier vor? Das ist doch alles Wahnsinn. Wir müssen die Stadt den Russen übergeben. Dann muss ich sie erschießen. Der Führerbefehl verbietet jede Kapitulation! 1 hour later. Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenk noch eingreifen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Behaupten Sie, ein Angriff Wenk sei unwahrscheinlich? Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wenn das so ist, warum sagen Sie das nicht dem Führer? Sind wir denn alle verrückt geworden? Glauben Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst? Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht. Kommen Sie, ich muss hier raus. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren Medizinforschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Anders kann man das nicht machen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Gut. Und wenn zur Autorisierung der Hocke sein wäre krank! Wir sprechen ein andermal darüber.
wohin immer der Feind vordringt. Er soll nur noch einen Weg vorfinden. Mars! Er sitzt in der Bunkeranlage. Was? Was hat er daraus gemacht? Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! I'm here in the shadows. Vorstoßende Sowjetverbände. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden.